Viele tolle Events liegen hinter uns, aber die neue GEWI-Sendung noch vor uns. Und damit herzlich willkommen im September 2023. Ja, ich habe es ja eben schon erwähnt, im August war wirklich eine ganze Menge los. Wir haben natürlich alles in Bild und Ton festgehalten. Sie werden also jetzt in der September-Ausgabe wirklich viele Rückblicke miterleben, aber natürlich auch neue Informationen erhalten. Also, los geht's! Ja, die von der GEWI veranstalteten Tage der offenen Tür hier am Lunik haben nun auch ihr Ende gefunden und ich glaube, wir haben jetzt auch wirklich den letzten Besucher absolut ins Staunen versetzen können. Ja, also wie Sie sehen, wir haben wirklich ganz, ganz viele positive Resonanzen erfahren und natürlich haben sich auch ganz, ganz viele Zuschauer und Besucher hier an den Whiteboards verewigt und ihre Ideen und Anregungen, was dann aus dem Lunik mal werden soll, hinterlassen. Und ja, ich muss sagen, man kann hier wirklich einen ganzen Tag verbringen. Es sind ganz viele tolle Ideen. Es reicht wirklich von dem alten Café unbedingt die Nachbar wieder aufleben lassen, bis hin zum Luxus-Apartment, ein Hotel oder in kleiner Version ein Hostel, eine Tanzschule als Ausbildungsstätte, ein Museum. Also der Ideen waren wirklich keine Grenzen gesetzt. Und ja, man wird einfach mal sehen, was alles umzusetzen geht, was noch folgt. Da werden wir Sie natürlich auf dem Laufenden halten. Und ich sage wirklich danke für Ihre ganzen tollen Ideen, dafür, dass Sie da waren. Ohne den Input der Bürger der Stadt können natürlich auch wir als GEWI nicht agieren. Wir wollen natürlich wissen, ne, wofür Ihr Herz blutet, wofür Sie blühen. Und dann hoffen wir, dass wir einiges umsetzen können. An dieser Stelle möchte ich auch noch mal Danke sagen an unsere Tochterfirma, an die OID, die wirklich vieles hier ermöglicht haben, die schnell für Sicherheit gesorgt haben, dass Sie, liebe Zuschauer, einfach hier ganz sorglos durch die Flure wandern konnten. Und natürlich auch ein großes Dankeschön an die Mitarbeiter und an die Guides, die hier die Führung organisiert und durchgeführt haben. Und war es jetzt jemandem von Ihnen nicht möglich, an einer der Führungen teilzunehmen, der kann ganz bequem von zu Hause aus, von der Couch aus, das Lunik bestaunen und in Form eines virtuellen Rundgangs begehen. Den QR-Code, den finden Sie auch direkt am Lunik, vorne am Zaun angepinnt. Ja, wer natürlich von Ihnen das Lunik aber nicht nur digital besichtigen möchte, sondern nach wie vor wirklich live und mittendrin sein möchte, der kann nach wie vor über die Touristeninfo die gewöhnlichen Stadtführungen Eisenhüttenstadts buchen, die jetzt neuerdings das Lunik natürlich auch mit im Repertoire haben. Also viel Spaß! Beim diesjährigen Stadtfest in Eisenhüttenstadt am letzten Augustwochenende war natürlich auch die Gebäudewirtschaft mit vor Ort und hat alle Besucher natürlich nicht nur mit dem Glücksrad ja, unterhalten, sondern es gab noch vieles, vieles mehr. Drei Tage feierte Hütte Vielfalt. Das 22. Stadtfest in Eisenhüttenstadt war vollgepackt mit Veranstaltungen, die vornehmlich auf der großen Bühne stattfanden. Ganz in der Nähe gab es noch den Hüttetreff am Goldenen Löwen. Besonders für Familien und Kinder wurde viel geboten, mit Karussells, Achterbahnen, Buddelkasten und einiges mehr. Besonders gefragt waren in diesem Jahr wieder die Führungen. Großen Andrang gab es am Stand der GEWI für die Karten zur Besichtigung des Lunik. Am Sonntagvormittag war auch die Delegation aus Saarlouis mit dabei. Ich finde, dass dieses Stadtfest einfach auch dazugehört zur Stadt. Das ist wie bei uns die Hermes. Es gehört dazu, dass die Menschen mal gemeinsam feiern können. Ich muss gestehen, ich bin schon öfter in Eisenhüttenstadt gewesen, habe aber noch nie eine professionelle Stadtführung mitgemacht. Die durfte ich gestern Morgen erleben und ich muss sagen, ich war beeindruckt von dem, was ich gesehen habe. Es ist eine sehr schöne Stadt mit sehr viel Grün. Da können wir uns noch ein Stückchen abschneiden. Wir diskutieren im Moment in Saarlouis darüber, die Stadt grüner zu machen, auch im Hinblick auf den Klimawandel. Das ist hier in Eisenhüttenstadt von Beginn an schon mitgedacht worden. Eine sehr schöne Stadt, hat mich gefreut, hier zu sein. Aber man konnte natürlich nicht nur am Glücksrad drehen, sondern auch noch ganz nebenbei an einem sogenannten Lunik oder dem sogenannten Lunik-Quiz teilnehmen. Die Verlosung erfolgte bereits durch meine Kollegin Frau Radic und ja, die Bilder kommen jetzt direkt aus vom im Lunik.
Das Lunik war in den letzten Wochen bei Besichtigungen sehr gefragt. Hier sind wir in der großen Lobby. Und das war die Rezeption. Wenn wir schon hier sind, können wir auch einen Blick in die Zimmer werfen. So wie man Hotels eben kennt. Schöne Aussicht. Aber wir wollen ja ganz nach oben. Mit dem kommen wir nicht nach oben. Also nehmen wir die Treppe. Hier ist die Etage mit der schönen Panorama-Aussicht. Aber nun erkläre ich Ihnen auch, warum wir hier oben sind. Am Stadtfestwochenende habt ihr ja zahlreich an unserem Lunik-Quiz teilgenommen und konntet euer Wissen unter Beweis stellen. Und heute geht es darum, wer hat denn gewonnen? So, dann suchen wir mal schon den ersten Gewinner, und zwar den dritten Platz. Und der geht an Ronny Scher. Herzlichen Glückwunsch, du hast den 50 € Einkaufsgutschein gewonnen. So, der zweite Platz, da geht es um den 100 € Einkaufsgutschein. Diana Steinert, herzlichen Glückwunsch. So, und jetzt geht es an den ersten Platz. Christian Wolf, herzlichen Glückwunsch. Der erste Platz, der 150 € Gutschein geht an dich. Wir werden uns persönlich bei allen drei Gewinnern melden und bedanken uns hier an der Stelle schon mal für die zahlreiche Teilnahme, auch an unserer Lunik-Besichtigung. Bis bald! Aber nicht nur beim Lunik-Quiz gab und gibt es natürlich immer noch etwas zu gewinnen, sondern natürlich auch ganz wie gewohnt bei unserem Rätsel in der GEWI-Info. Jetzt ist Sommer 2023. Ich glaube, das Rätsel, das kriegen wir auch alle irgendwie hin. Auf der Seite 24 finden Sie auch direkt die Antwortkarte, wo das Lösungswort mit eingetragen werden kann. Einsendeschluss ist der 21. September. Es sind schon einige Einsendungen da, also verpassen Sie nicht die tollen Preise, die es immer wieder gibt, und machen Sie einfach mit. Liebe Zuschauer, zwischen den ganzen schönen Rückblicken gibt es jetzt auch mal ein ernstes Wort von meiner oder unserer Seite. Aufgrund doch einiger Anfragen oder Anliegen unserer Mieter, vor allem unserer Stellplatznutzer, möchten wir diese Sendung mal zum Anlass nehmen und hier einfach mal an Sie appellieren, liebe Mieter. Ne? Wie nutze ich meinen Stellplatz richtig? Wie pflege ich ihn richtig? Und dafür treffe ich jetzt gleich eine unserer Verwalterin, Frau Ewert, vor Ort auf unseren Stellplatzflächen. Guten Tag, liebe Zuschauer. Heute rede ich mal nicht über ein Mieterfest, sondern wir als Verwalter haben eine Bitte, ein Anliegen. Wir möchten gerne, dass unser Umfeld ordentlich und sauber aussieht und möchten darum bitten, dass die Stellplatzmieter mal auf ihr Stellplatz schauen. Sie haben in ihrem Vertrag die Verantwortlichkeit, für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit zu sorgen. Nicht nur geben, sondern auch nehmen. Also bitte, machen Sie das mit sauber, dass das im Ganzen alles sehr schön aussieht. Wichtig ist auch, dass Sie einhalten die Begrenzungen. Oft haben wir Beschwerden in den Mietersprechstunden, dass die anderen, die Nachbarn, die Türen nicht aufkriegen von ihrem Auto. Schade. Zum Schluss kann ich Ihnen nur den Hinweis geben, sollten Sie es selber nicht machen können, die OED, das Serviceteam, würde das per Auftrag und Entgelt auch für Sie übernehmen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ach, liebe Zuschauer, zu guter Letzt möchten wir Ihnen natürlich auch nicht die sportliche Seite der Gebäudewirtschaft vorenthalten. Bei unserem diesjährigen GEWI Stadtwerke-Turnier am Trockendock am Hütte Beach waren insgesamt 19 Firmenmannschaften gemeldet. Vor Ort hieß es am 2. September, wer bekommt den begehrten Pokal, Platz 1 bis 3. Es wurde wirklich viel gelacht, fair gespielt und Teamwork bewiesen. Aber sehen Sie selbst. Ach,
liebe Zuschauer, Sie sehen es vielleicht hier so in der Nahaufnahme, ich bin schon etwas verschwitzt, habe überall Sand, wo ich ihn eigentlich gar nicht haben möchte. Wir sind hier heute am Trockendock am Hütte Beach bei unserem bewährten Stadtwerke Gewi Cup. Wir haben alle mega Spaß. Ich habe auch den Geschäftsführer, den Herrn Funke, an meiner Seite natürlich. Ohne den, dass ja hier auch alles gar nicht funktionieren würde. Sind Sie denn zufrieden? Ja. Ja. Das Wetter spielt mit. 18 Mannschaften, so viel hatten wir noch nie. Und wir sind dieses Jahr am 11. Turnier. Und denke ich, das passt alles super gut. Genau, für Essen und Trinken ist natürlich auch gesorgt. Denn ein Sportler muss sich ja in den Pausen auch mal stärken. Wer sorgt dafür? Wer unterstützt uns dieses Jahr? Na, die Gewi und die Stadtwerke kümmern sich darum, dass hier alles Spaß, Freude und auch nicht zu kurz beim Essen und Trinken kommen. Und wir wünschen einfach allen faire Spiele, ganz, ganz viel Spaß. Das ist immer das Wichtigste, bis hin zur Siegerehrung nachher, würde ich sagen. Und der Beste möge gewinnen. Und der Beste möge gewinnen. Und ich mache mich jetzt auch gleich wieder auf zu meinem Gewi-Team. Wir müssen nämlich auch noch ein bisschen was aufholen. Dann los. So, mit einem kräftigen Sportfrei verabschiede ich mich im Monat September. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund. Wir sehen uns im Oktober. Tschüss, Ihre Vivian.